Ja, und damit herzlich willkommen hier zum neuen Part. Das ist voll krass. Ich war ja gerade kurz abwesend und habe mir jetzt noch was Voll krass. Süßes geholt. Und dann war ich da bei meinem Fenster, auf dem linken Fenster, bei meiner Süßigkeitenbox und die Kopfhörer lagen 3 Meter entfernt auf dem Tisch. Und ich habe dein Geklicke von deiner Tastatur gehört. Schön. Was hast du denn überhaupt für Keys drin, wenn man fragen darf? Wie bitte? Was für Keys du drin hast? Was sind da für welche? Cherry, jetzt lass mich lügen. Red, glaube ich. Ich habe auch Red drin. Dann kann es nicht sein. Auf jeden Fall die lautesten, wenn man hört. Bitte? Auf jeden Fall die lautesten. Ja, dann sind es nicht die Red, weil die Reds sind die mit dem geringsten Druckpunkt. Keine Ahnung, dann vielleicht Brown, keine Ahnung. Okay. Tramp hat mit Absicht die lautesten genommen. Stimmt's? Nee, ich wollte halt eine taktische Tastatur mit einem guten Druckpunkt. Mit einem exakten Druckpunkt. Und das war halt die mit dem exaktesten. Und ja, die ist halt auch am lautesten. Hey, du hast die doch nur geholt, weil die im Angebot war. Und da war es im Angebot. Das war so Ansonsten der hättest du doch eine Hauptgrund, ja. ganz andere genommen. Die ist sogar direkt eine von Rocket. Nee, Rocker nicht. Ich hätte gern die nächstgrößere zu meiner genommen. Ich habe ja die K70, glaube ich. Ich hätte gern die K95 gehabt. Die hat 18 Sondertasten, aber die gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich hätte gern die Logitech G. Ah, wie hieß die nochmal? Auf jeden Fall war die sackteuer. Ich glaube 150 Euro oder so. Okay, also die ich vor mir habe, hat auch, glaube ich, 180 oder sowas gekostet, die Corsair 70. Das ist mir eigentlich zu teuer. Ich muss sagen, das war im letzten Jahr, glaube ich, die beste Anschaffung, die ich gemacht habe. Hat irgendwie mehr gebracht als die Vive und die Switch zusammen. Ja, ich habe so viele Sachen, die ich momentan anschaffe und kaufe und bezahle. Da bleibt nicht mehr viel für eine Tastatur. Stimmt auch gar nichts. Gar nicht. Du Okay. zahlst momentan nur für irgendwelche Events und so Zeugs. Ja, meine ich ja. Ah, jetzt habe ich gedacht auf Hardware und Software und so Zeugs. Nein, sowas nicht. Ja, da habe ich erst neulich genug Geld ausgegeben, aber es war es auch wert. Es ist halt so viel besser in der Hochschule mit Laptop. Ja, wie kommst du überhaupt mit deinem Mega-Mauspad und mit dem Tragen Hab mir einen zurecht? passenden Rucksack gekauft. Also läuft top, oder? Ja. Hab Dann ist gut. einen SteelSeries-Rucksack, wo einfach alles reingeht. Da gibt es extra Taschen für Tastatur, für Gamepads. Das ist großartig. Ja, ich fand es auch immer lustig, wie die an der Hochschule mit ihren Predator-fetten Dingern da rumgesessen sind. Ich schicke dir nachher mal ein Bild. Wie das bei mir aussieht. Ich habe ein RGB-Mauspad, muss man dazu sagen. Und ich nehme das auch jedes Mal mit. Crazy. What the fuck? Ja, das Nein. hatte sich irgendwie überraschend schnell erledigt. Wer war's, Schmidi? Ich kann es sicherlich nicht gewesen sein, okay? Ich war tot. Ich hatte damit nichts zu tun. Damit nix am Hut. Ich habe Flieger geflogen und ich habe Spaß gehabt. Okay. Weiß Also jemand, wie man das. die Landing Gears Mit viel Gewalt. einpackt? Da hast du recht, aber welcher Knopf? So, next try, oder? Second first try. Also ich glaube, das, was wir gerade eben hatten, das müssen wir komplett indizieren. Da hilft kein 18 Stellen mehr. Was? Ja, wie war's? Was müssen wir indizieren? Genau meinst du? Okay, vergessen wir's. Ihr habt's schon vergessen. Hoffentlich unsere Zuschauer auch schon. Weiß gar nicht, Das noch war eine was. ganz normale So schlimm ist Aussprache. der Dialekt doch auch nicht. Das ist auch kein Dialekt. Was ist so Was? Leidenschaft? Wir kommen doch aus Toulouse. In Toulouse, da sprechen dich so. Mich würde es nicht wundern, wenn bei euch eine Minute später, wenn es Rums macht und dann kommen da Leute und schreien SEK.
Bundespolizei. Die Drohne ist unterwegs. Was habt ihr gegen meine Aussprache? Trap, schau mal auf dein Handy. Ich stecke dich in einer Lazarett. Oh, warte, bevor ich auf mein Handy gucke, ich hab. Sehe noch ein Ziel. Und ihr dann so nach dem Motto: Hey, eigentlich habe ich mit Ghost Recon doch gar nichts gemacht. Wer hat mich jetzt entdeckt? Das steht hinter euch. Ja, wisst schon wieder. Die Unidats sind schon wieder da. Aber das, ja, gut, das ist natürlich. Warum habt ihr keine lila Sachen an? Nicht schlecht, Magnus. Das kann man so machen. Ja, und so sind sie halt auch in der Vorlesung, ne? Das hat was. Ja, RTX 2070. Sechskerne. Das ist geil. Das war eine sehr rentable Anschaffung. Weil du weißt ja, bei uns in der Hochschule sind die Rechner ja alle immer so toll. Es ist schlimm. Ja. Du denkst, du bist an einer technischen Hochschule und dann sowas. Die funktionieren auch auf Windows 7, das ist kein XP, okay? Da bin ich zufrieden. Wir haben irgendwelche Räume, die mit Mac Minis ausgestattet sind. Minis sogar. Also hier, wie heißen sie? Ja. Die Macs halt, meinst du, oder meinst du was anderes? Ja, ja, so, wie heißen die? Doch, Mac Mini, oder? Ja, müssen Mac Mini sein. Ja, genau. Und dann haben wir auch noch welche, wo 1080s drin sind, aber da ist die Hälfte ja nicht angeschlossen, oder geht nicht, oder will nicht. Oh, what the fuck? Das ist weiter Alarm gewesen. Wo nicht auf den angewiesen zu sein. Neue Waffe, da bin ich doch direkt dabei. Da sind wir dabei. Ich wusste es. Wann bist du gestorben? Ach, ganz hinten. MP7 nicht weit weg. Ich habe die Zielperson weggescheucht für euch. Okay. Oha, was war das denn? Helikopter brutzelt gerade rein. Heli-tot. Feli tot oder Heli tot? Feli tötet Feli. Ja, erst Heli tot, dann Feli tot. So, draufgefallen. Ah, jetzt. Tramp, nee, brauchst du eine Toaster? Oh, es gibt einen Störsender. Mal gucken, ob ich es bis zur Toastung schaffe. Wo bist denn du? Ah! Wir liegen hier. Ich kann nicht auslösen! Kannst du nicht, weil es gestört ist doch. Ja, aber ich kann hinfliegen, weil. Okay, dann muss ich halt. Komm, ich lauf. Intervenieren. Jetzt brauchen wir nur ein Fahrzeug. Granate fliegt. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Hier ist euer Vehikolo, Kumpa. Hilfe! Was? Hilfe! Kennst du Neil Breen? Sollte ich? Hey, hat dich Magnus jetzt nicht geheilt? Ja, irgendwie nicht. Wo zur Hölle bist du? Ach, da ganz unten. Ja, gut zu wissen. Also wenn ihr auch eine Waffe wollt, hier ist eine um die Ecke. MP7, ja, da wollte ich auch hin. Die habe ich markiert, das ist A, ne? Nein, D. Der ist noch näher. Die ist auch nämlich auch im Gebiet. Ach so. Ja, easy. Ich habe nur seine genommen, die irgendwo am Ende der Welt ist. Ich dachte, die wären nämlich hier um die Ecke, aber nein, war sie nicht. Ich bin gleich da. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Hallo. Ja, Fernsehender. Hey, ich hab dich gesehen. Junge, kommen Sie raus. Junge, komm schon raus, kannst schon reingucken. Ja. Verfickte Scheiße! Yo, hier ist eine Waffenkiste. Hä? Oh. Granate fliegt. Wir sehen uns in der Hölle. Kannst du raus. Meine aus. Raus. Kann ich rum. Oh, eine AUG A3. Das ist bei Warfest ja immer Lieblingswaffen. Wer will die AUG? Die AU.
Hey, oh, mach die da 3 sogar. Mach die Sashi. So, gehen wir jetzt mal zu dem. Oh. Zu dem Ziel. Junge. Bratan. Okay. Oder wie sagt man heutzutage Bratan, oder? Bratan, ja. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Quédate quieto. Pinche cabrón! Nidia ist nur ein Dorn in deinem Fleisch und ein Lauf in deiner Schuhe. Gib uns jetzt den Code für ihren Tresor. Der hat gerade noch gebetet, also alles easy. Okay, was von der Religionsgruppe gehört er an? Satanisten, Bratanisten? Bratan. Bratan und Bratinanisten. Latina. Bratinas. Latinas. Aha. Nicht Latina. Na klar. Wartet auf unser Signal. Nomad Ende. Also, bitte. Ich darf das, ich bin der Aufnehmende. Ja, hallo Marköckschen. Hallo. Ciao. Ciao. Liegt sich so gut, oder? Nö. Ich bin noch wieder da. Du bist ja schon wieder weg. Alles klar. Du. Du hast Tschüss gesagt, hast du das Dach nicht verschwunden. Erlebt, oder worauf schießt du? Achso, ich teste die unterschiedlichen Griffe aus. Achso. Ich stelle mir gerade so die Frage. Achtung, 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 Marco. Oh, wir haben sie auch bekommen. Ja, okay. Okay. Das ist gerade. Was ist eine meiner Lieblingswaffen in. Ach, du bist gar nicht mehr, okay. Nee. Die ist schön. Auch ist toll. Ah, da ist ja jemand. Fertigkeitspunkte. Und wie kommen wir da jetzt rein? Durch den Eingang. Durch welchen? Dann bin ich am falschen. Ich war da schon überall drin. Hier ist noch einer hier. Da ist noch einer. Wie kommt man da jetzt hoch? Oh, wirklich, ja, hier geht's wirklich nicht weiter. Also da hinten, da kann man ja rein durch dieses Gitter, aber ich weiß nicht, wie man hier den Mechanismus öffnet. Man muss das von innen machen. Hallo. Oh. Wer stöhnt da jetzt gerade so? Entschuldigung. Ja, nicht schön. Bald Pistole los. Ach, wir sollen verteidigen, okay. Oh, was ist das für Rotes? Ui. Das ist ein Mörser, glaube ich. Ich glaube, Marco hat eine Leuchtrakete geschossen. Ich habe eine Leuchtrakete geschossen. Habe ich nicht. Ich finde es trotzdem schön, dass wir so wirklich in der Luft fällt, weil wir jetzt keinen Easy mehr nehmen können. So, aufgeräumt. Nice. Oh, fuck. Nein! Jetzt ist er weg. C4, wer hat C4 wohin gelegt? Ja, ich aus Versehen. Tram, kannst du kurz zur Seite gehen? Für dich immer schon mal. Für dich. Nur für dich. Verteidigen Sie die Tresore. Achso, nein, das ist die Mission. Die wurde quasi markiert, dass die Gegner wissen, wo wir sind. Ja, wir müssen sie jetzt verteidigen. Ja, genau. Ich muss nur gerade nochmal überlegen, wie es zu dieser Leuchtfackel kam. Platziere eine Mine. Ach, dann wird gerade auch. Noch jemand oder was? Da unten sind noch welche. Ja, Helikopter. Und tot. Sehr gut. Den hast du eigenhändig zerstört. Da reicht aber auch weißt du mit dem halben Magazin. Was? Von wo? Ach, von da. Moment. Umgelegt. Keine Granaten mehr. Granate fliegt. Nehmt das jetzt. Au! Okay, er hat jetzt aufs Dach geschürft.
Von wo? Oh, von da unten. Alles explodiert. Alter Schmidt, ich wollte gerade wie ein Apex ping. Nix da, gibt's heute nicht. Oh, ist ja da nicht. Doppelklick, Doppelklick. Ich hab nicht da ist jemand. Gesehen, aber... Wie ist Octane so? Geil. Also ich spiele ihn jetzt erst seit 6-7 Stunden, aber bisher spielt er sich ganz gut. Wo Rebellen kommen. Ja, Apex ist ganz lustig, aber mir sagt da Battlefield 5 mehr zu. Battlefield 5, Battlefield 5. Ja, ich bin in Apex jetzt irgendwie schon irgendwie Level 67. Uff, okay, weiß nicht, irgendwie. Wie komme ich da hoch? Irgendwie fehlt mir bei den Spielen immer irgendwie der Progress. Also generell bei dem Genre. Magnus, was? Ja, ich weiß nicht, ich spiele das normalerweise gar nicht so oft. Also Fortnite habe ich relativ schnell aufgehört. PUBG ist ein scheiß Spiel, läuft einfach nicht. Ja, das war auch weggefühlt, ist das Geld. Das stimmt. Und Battlefield hole ich mir nicht. Battlefield würde ich mir schon holen, aber nicht hauptsächlich wegen dem Battle Royale. Bei Battlefield 1 ist es zwar ein großes Gegner. Ich meine, zurzeit spiele ich wieder das 3er, wenn ich hin und wieder mal ein bisschen. Ja, Battlefield 1 hat sich für mich halt nicht so gelohnt, weißt du? Ich habe das jetzt gekauft und vielleicht 40 Stunden gespielt. Das ist irgendwie das Höchste. Das ist bei meinem Schnitt ganz gut. Bei meinem so Schnitt ist es gut, wenn ich das Spiel jemals gestartet habe. Damit hat es mich schon rentiert. Tango getötet. Mein PC packt es einfach nicht, deswegen habe ich auch die neue nicht gekauft. Ja, ich wollte nur mal. Hat da irgendwer Minen von euch gelegt? Oder ja, das ist in meine. Nein, Marco, ich bin schneller. Das glaubst du auch nicht. Ich wollte nur meine Waffe ausziehen. Ich war doch schneller als du, oder nicht? Ich hab ihn geheilt. Nee, ich glaub. Magnus war schneller. Mist! Egal. Die Animation seiner Drohne war auf jeden Fall vor deiner. Ich habe trotzdem guter Wille gezeigt. Genau dein. Du hast dein gute Wille gezeigt. Okay. Willi? Ja? Kommen Sie ran oder nimmst du das Moped oder? Moment, Entschuldigung. Ich mache gerade meine Waffe. Gehen wir jetzt zur Akte, oder ist das die nächste Mission? Ja, Akte ja, X. Narre und zur Akte. Tommy. So wie ich das mal Redneck gesagt habe. Redneck Desert Tours fährt gleich. Ne, Akte X natürlich. Wir gehen jetzt, wir machen das Akte X hier. So. Los geht's. Offroad. Los geht's. Haben Sie auch eine Lebensversicherung abgeschlossen? Jetzt nicht mehr. Ja, bei der Arak bin ich. Und wie hoch bist du versichert? 5 Millionen. Pro Körperteil. Nein, ich glaube, ja, ich glaube, keine Ahnung. Das muss ja mindestens für eine Pyramide reichen. Wie teuer sind Pyramiden? Hast du schon mal eine gebaut? Noch nicht, aber. Also, noch so nicht. Er lässt ja, gerade so eine bauen. Problem ist, heutzutage ist das so unpraktisch, weil du kannst nicht mehr deine ganze Dienerschaft mitbeerdigen lassen. Das gibt so Menschenrechtsprobleme. Ja, das eine was? Menschenrechte? Ist ein bisschen doof. Das große Problem ist, wo kriegst du so viel Fläche her? Alles ist schon aufgekauft. Die Frage ist, was sind Menschenrechte? Real Estate. Tango ist tot. Was? Ein Wagen mit einer mutierten Waffe? Früher haben sie halt ihren ganzen Dienerstab mitgenommen. Oh, eine MP7 gibt's hier oben. Ach, das ist ja schön. Ja, das war ja der Grund, warum ich den Punkt markiert habe. Also doch nicht wegen der Waffe. Ich bin hier wegen der Akte. Nein, wir sind hier nur wegen der Waffe. Aha, Tramp. Aha. Was ist nach Aha kommt? Der Bär! Der war gut. Am besten nennen wir den Part, was kommt nach AHA? Punkt, 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 BH. Sollte nicht schwer sein.